Herr Wittwer, 1:4 Erfolg in Friedrichsthal. Von der Leistung her, passt das zum Ergebnis? Was meinen Sie? Ja, ich glaube, es ist vielleicht das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen, wobei wir auch noch genügend Chancen hatten. Egal, wichtig war für uns, dass wir einen klaren Sieg hier gelandet haben. Auf dem Geläuf, das jetzt nicht unbedingt der Mannschaft entgegenkommt, die das Spiel machen muss. Das ist schwierig dann, weil einem doch ab und zu mal der Ball verspringt. Aber im Endeffekt ist dann unterm Strich ein 4:1 rausgekommen. Und wenn das jemand vor dem Spiel zu mir gesagt hätte, dann wäre ich auch zufrieden gewesen. Also mit der Leistung im Großen und Ganzen zufrieden? Ja, im Großen und Ganzen, ja, gewisse Situationen hätte ich mir erhofft, dass wir die ein bisschen souveräner lösen, vor allem in der Abwehr, da hat der Gegner einfach zu viele Torchancen bekommen. Aber wie gesagt, wir hatten auch genügend Torchancen, haben auch nicht alle genutzt und von daher geht es vom Ergebnis in Ordnung. Friedrichsthal konnte ja auch gefährlich werden, hat es Sie überrascht? Ja, was heißt überrascht? Ich meine, seine war ein Freistoß, der abseits dann war mit dem Kopfballtor, dann war ein Freistoß, der an die Latte ging. Das sind natürlich zwei Standardsituationen, die kann man nicht immer verteidigen. Das ist auch normal im Fußball. Sie hatten noch die eine oder andere Aktion, wo wir uns einfach zu einfach im 16er haben ausspielen lassen. Da müssen wir konsequenter, härter mit den Leuten sein. Aber wie gesagt, entscheidend ist, was unterm Strich dabei rauskommt. Jetzt gilt es nicht mehr, irgendwo schön zu spielen, sondern einfach erfolgreich zu spielen, 3 Punkte zu holen und dann steht man am Ende ganz vorne. Die Klasse von einzelnen Spielern hat sich ja heute teilweise besonders gut gezeigt. Ja gut, es ist dann, bei einer Mannschaft, die sehr tief steht, die das Verteidigen erstmal auf ihrem Zettel hat und dann auf diesem Platz, schwierig. Da braucht man dann schon individuelle Einzelspieler, die auch mal 1 gegen 1 für sich entscheiden können, die auch mal Überzahl dann schaffen durch das und dann dadurch zum Tor kommen, wie es beim 1-0 war, als Eray Gür sich super durchgesetzt hat und den Ball da dann mit dem Leo im Doppelpass verwertet. Das sind so Aktionen, die man dann in so einem Spiel braucht. Jetzt geht es für Sie weiter. Spitzenspiel gegen Ulm daheim. Das wird ja bestimmt ein heißes Spiel, würde ich sagen. Ja klar, erster gegen zweiter, punktgleiche Mannschaften. Es war in Ulm schon ein heißes Spiel. Ja, und wir müssen uns natürlich noch steigern bis zum Freitag. Aber die Mannschaft, ich weiß das, das hat sie schon oft genug gezeigt. Gegen Mannschaften, die sich um den Bereich bei uns bewegen, spielt sie einfach auch anders. Und wie sieht der größere Ausblick im Moment für Ihre Mannschaft aus? Der größere Ausblick? Ja, größere Ziele oder was Sie anstreben? Ja, wir wollen natürlich, weil wir sind vor der Runde schon angetreten, überall wo wir mitmachen, wollen wir Erster werden. Wir wollen hier jetzt Erster werden in der Runde. Wir wollen wieder ins Badische Pokalendspiel. Da haben wir Mittwoch Halbfinale gegen einen Regionalligist aus Neckar-Elz. Und dann geht es schon wieder sonntags zum KSC 2. Also wir haben jetzt eine richtig schwere Woche vor uns, aber wir wollen ganz oben bleiben.